So, gespeichert, gut. Und jetzt geht's weiter. Juna frisch verheiratet, einen Tempel gemacht. Was für mehr? Außer, dass die Leute uns anklagen? Ja, hoppla. Entschuldigung. Controller runtergefallen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und zurück. Also, eigentlich dürfen wir nicht angeklagt werden, weil es. Okay, wir haben Simon umgebracht. Ich meine. Ja, okay. Aber trotzdem, Juno will ja noch ihren Job erledigen, nämlich den guten Seymour ja senden, wo er hingehört, als Toter. Aber irgendwie haben die Leute was dagegen und nennen uns jetzt Ketzer. So weit, so gut. The High Court of Yevon is now in session. The sacred offices of this court seek nothing but absolute truth in Yevon's name. To those on trial, believe in Yevon and speak only the truth. Maester Kelk Ronso. Summoner Yuna, you have sworn to protect the people of Yevon, true? Yes. Then consider. You have inflicted dire injury upon Maester Seymour Guado, conspired with the Albed, and joined in their insurrection. These are traitorous and unforgivable crimes that disturb the order of Yevon. Tell this court what possessed you to participate in such violence. Your Grace. The real traitor is Maester Seymour. He killed his father Jiskel with his own hands. What is this? Hadn't you heard? Not only that, Maester Seymour is already dead. It is a summoner's sacred duty to send the souls of the departed to the far plane. Yuna was only doing her job as a summoner. Grand Maester Micah. Please send Seymour now! Send the unsent to where they belong? Yes. Maester? Send the dead, Whoa! You would have to send me, too. What? Grand Maester Micah is a wise leader. Even in death, he is invaluable to Spira. Enlightened rule by the dead is preferable to the misguided failures of the living. Life is but a passing dream. But the death that follows is eternal. Men die, beasts die, trees die, even continents perish. Only the power of death truly commands in spirit. Resisting its power is futile. But what of sin? I am a summoner, my lord, like my father before me. I am on a pilgrimage to stop the death that sin brings. Are you telling me that too is futile? Grand Maester Micah, I am not alone. All the people who have opposed sin, their battles, their sacrifices, were they all in vain? Not in vain. No matter how many summoners give their lives, sin cannot be truly defeated.
Their rebirth cannot be stopped. Yet the courage of those who fight gives the people hope. There is nothing futile in the life and death of a summoner. Never futile, but never ending. Indeed, that is the essence of the Ebon. Micah! The Ebon is embodied by eternal, unchanging continuity, Summoner. That can't be right! Those who question these truths, they are traitors. Lord Micah! Das ist eine kleine Überraschung. Na toll. Und da war gesagt, das Ganze ist fair. Get me out of here! I want out now! You hear me? You waste your breath. Geiles Gefängnis, Nimble. Man, I hope Yuna's okay. She's strong. She'll make it. She'll make it? What, so she can die? Why is it everything in Spira seems to revolve around people dying? The spiral of death. Huh? Summoners challenge the bringer of death, Sin, and die doing so. Guardians give their lives to protect their summoner. The Faith are the souls of the dead. Even the Maesters of Yevon are unsent. Spira is full of death. Only Sin is reborn, and then only to bring more death. It is a cycle of death, spiraling endlessly. Okay, aber was mit Yevon? Die haben das Ganze eine Fassade gesetzt und gesagt haben, nö, wir sind die Guten, und dabei wollen sie nur den Leuten Hoffnung geben. Come out. Your sentence has been decided. Sentence? Don't you mean execution? Really now, what person would execute a dear friend? You would. Da, Auron, du weißt, wo der Hammer hängt. Looks like you're next. Next for what? Rein ins Wasser! Na toll. Schmeißen die uns einfach ins Wasser. Get going. Where's everybody else? Floating down there somewhere, maybe. Das soll unser Urteil sein? Im Wasser schwimmen? Ja, weiß auch nicht, ob das das Beste ist. Ooh, you made it! What's our sentence? Think they expect us to give up and die down here? Oh, well, that's a lame way to kill someone. Das verdursten wir nicht. Where's Yuni? I don't know. Wonder if we should wait for her. Let's wait at the exit. If there is an exit. Stimmt. If there is an exit. Nehmen wir mal an, es gibt einen Ausgang hier aus diesem Grundwasserquiz. How fares the ransom maester? It seems my father's murder troubles him.
Ever the Ronso. Hard-headed, hardly useful. However, the summoner Yuna, daughter to High Summoner Braska, she may be of some use to us alive. She has disturbed the order of Yevon. She cannot be allowed to live. I understand. Let it go, Seymour. No one thrown into the Via Purifico has ever survived. Yet there is always a small chance that they might. Place guards at the exit. Kill any who emerge. Sir, leave that to me. First your father, now your bride. Allow me to do this because she is my bride. Wait, I will go too. You do not trust me? Would you trust a man who murdered his father? Very well, as you wish. Das ist irgendwie creepy. Lady Yuna, forgive me. Ach, diese Musik habe ich leicht vermisst. Im Kanal der Buse befinden sich Steinplatten, die normale Platten haben keine Funktion. Die Lichtplatten befördern Personen in die Richtung des Pfeils einer weiteren Platte. Sind keine weiteren Platten, geschieht nichts. Das Ganze ist jetzt mehr oder weniger ein ganz schön großes Labyrinth. Nämlich im Kanal der Buse. Die Yuna ist hier alleine unten. Und ich muss mal schauen, wie weit die jetzt gerade auf dem Sphärobrett ist. Das wäre nämlich gut zu wissen. Ah, der ist gerade da oben, alles klar. Ich dachte, ich wäre wieder da unten irgendwo. Die musste jetzt eine Zeit lang Pause machen, die Yuna. Als ich in der Gruppe war, sondern mehr oder weniger auf ihrer Hochzeit, sage ich mal. Gut, das wollte ich wissen. Das Gute ist, bei mir die Yuna hat ein bisschen Schwarzmagie. Das heißt, sie kann auch ein bisschen alleine kämpfen. So, diese Platte funktioniert nicht, ist nicht eingeschaltet, der Pfeil zeigt hier nach Norden. Aber soweit ich mich erinnern kann, kann man nicht direkt zum Ziel hier. Und ah ja, ich habe diese Musik vermisst, das glaubt man gar nicht. Ich finde irgendwie cool, diese Musik. So gechillt. Das ist auch das erste Mal, dass man die Yuna selber steuert. Und hey, hier ist eine Kiste und wow. Man sieht da hinten so eine Sperre, wo man nicht raus kann. So, was haben wir da hier? Drei Gegner, die ziemlich reinhauen. Ja, was haben wir hier? Eisschwäche zweimal, haut das gleich. Man kann hier nebenbei auch beschwören, falls es sein muss. Und was bist du eigentlich für ein elementarer Gegner? Oh, Moment! Zum ersten Mal, Leute! Ich rufe den Chef der Summoner! Bahamut! Was? Der Chef des Summoner? Der Chef des Summons! Anders. Bahamut, der Drache! Der Bestia! Ich finde ihn sieht ziemlich geil aus in Final Fantasy 10. Und er hat so richtig drauf! Ein bisschen wenig MP hat der Gute, aber dafür ordentlich HP, wie man sieht. Oh ja! Oh mal. Oh my. Yuna sagt, oh my, da war mal. Der Bahamut ist wirklich verdammt gut in allen. Er hat einen guten Angriff. Guten magischen Angriff. Er hat viele Schwarzmagien, also Feuer, die ganz normalen, die Ara und sogar die Ga hat er. Und Impuls schadet allen Gegnern. Das Einzige, was in Bahamut fehlt, ist eine Heilung. Er kann sie nicht selber heilen. Er ist nämlich ein unelementarer Beste und wow, der ist ziemlich schnell, wenn ich jetzt so auf der rechten Seite schaue. Er ist ziemlich flott, gefällt mir. Bahamut hat alles, was man braucht. Okay, bis auf eine Heilung.
Das fehlt ihm ein bisschen. Ansonsten ist er wirklich nice. Kurz mal ein bisschen heilen hier. Und jetzt mal, ich werde jetzt öfter ein bisschen besser rufen, darum hier die kurze Beschwörungszauber. Normalerweise mache ich das nicht, aber hier im Let's Play ist es durchaus sinnvoll. Und wie man sieht, da hinten war mal ein Ausgang, aber da kann man was aktivieren. Und das sollte man auch machen, weil dann aktiviert man nämlich etwas. Wenn ich nur noch wüsste, was. So lang her. Schauen wir mal. War es der erste Teleporter oder war es ein anderer, den man da aktiviert? Okay, den hier aktiviert man nicht. Das war gut zu wissen. Ich war schon lange nicht mehr hier, Leute. Schon lange nicht mehr. Was haben wir hier? Blitzschwäche ohne Ende. So, Yuna, zeig uns mal, was du kannst. Ohne Beschwörung. Woohoo! Einfach so mal jeden Gegner überleben. Mit einem Schlag besiegen. Beziehungsweise mit einer Magie. Was will man denn mehr? Woohoo! Könnte ein bisschen stärker sein, diese Magie. Ein bisschen. Solange ich MP habe, geht das ja. Und Yuna hat sogar sehr viel. Wow! Es macht endlich Spaß, hier rumzuzaubern. Sehr viele Gegner unterwegs, die eine Bildschwäche haben. Komme ich zum Speicherpunkt noch? Ja, gut. Hier könnte ich ein bisschen, theoretisch Yuna ein bisschen leveln. Theoretisch. Mal schauen. Ich muss mal ihre Ausrüstung checken kurz. So, Konter. Konter wäre gar nicht so schlecht. Wenn Yuna einen besseren physischen Angriff hätte. Nässe 50%, Hitzeball, Steinball, Schlafball, HP plus 10% und Stummschutz. Ah, das ist gar nicht mal so schlecht gerade. Sehr viele Gegner hier rumlungen. Kann mit 10% mehr HP ein bisschen mehr aushalten. Ist nicht verkehrt. Nehme ich gerne mit. Mal schauen wir auf der rechten Seite hier. Ich weiß, auf der linken Seite gibt es auch noch einen Gang, aber schauen wir mal hier hübsch rum. Ich finde es hier unten gar nicht so schlimm. Ganz im Ernst, ist ja ganz gechillt hier. Mal schauen wir mal hier runter. Ist ja jemand? Oder irgendetwas? Oh, da ist ein Abgrund. Und nein, Leute, hier unten gibt es kein Alpha-Plexiglas. Wäre etwas witzig, wenn das so wäre. So, Meisterruf! Xion! Schau mal, wie die kurze Form aussieht. Das Summon kam sofort ohne den langen Einspieler. Ja, wenn man sehr viel Hufmagie einsetzt, sollte man das auch diese Animationen, die Ekstasen der Summons, also die Feste hier, ist gekürzt. Xion! Du hast gerade Maximalschaden auf 3 Gegner gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Diesen Keks? Also was ich sagen wollte, hier gibt es kein Albed-Lexika und die Summons sind hier einfach nur... hier ist eine Kiste. Ich wusste, hier war was. Und hey, Kimari, was machst du denn hier? Yuna, sorry we left you alone. No, it's okay. So, jetzt ist Kimari mit am Start bei der Yuna. Das heißt, wir sind nicht mehr alleine, sondern Kimari ist jetzt mit dabei. Es gibt hier unten nicht nur Kimari, es gibt hier noch mehr Leute zu finden. Titus, Waka und Rico sind ja im Wasser. Die müssen eine Runde schwimmen. Aber Yuna, Kimari und andere Leute, wie jetzt feuern, hust, vielleicht kommt es selber drauf. Wir müssen hier unten einfach kämpfen! Na gut, einfach ist eine andere Sache. So, zuerst aber. Und das ist eine Schwäche. Weg mit dir! Woo! Ich dachte mir gerade, das reicht nicht. Und auch der gute Kimari ist mir jetzt eine Schwarzmagie besser bedient. Ja, habe ich doch gesagt. Der macht sogar mehr Schaden als mit ihm, ne? Ist nicht ohne. Definitiv nicht. Tschüss dich! Also, wenn ihr keine Yuna habt, die
entweder physisch angreifen kann oder schwarz magiert, dann ist sie hier unten schon ziemlich aufgeschmissen, wenn ihr zum Beispiel nur Weißmagie gelernt habt bei der Unit. Hey, da steht noch jemand. Da sieht man kaum Pfeil an der Karte. Und hier ist Sir Auron. There must be an exit somewhere. We search. Ja, bin dabei. Und hier. Da geht's weiter. So, aber es gibt hier noch jemanden, soweit ich mich erinnern kann. War hier nicht irgendwo. Egal. Weiter, immer schon weiter. Jetzt kann Juno ein bisschen hier nachleveln mal. Ich glaube, das werde ich auch ein bisschen machen. Jetzt nicht übertrieben. Ein bisschen. Wieder langsam. Zeit für sie! So muss das sein, Leute. Schön reinknallen. So will ich das sehen. So, ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Moment, ist das hier der Raum, wo ich vorhin... Nein? Oder? Wo ich vorhin nach oben gegangen bin? Ah, es ist so verwirrend hier. Doch, 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 hier war ich schon, hier war ich schon. Ich mag die Musik, habe ich euch gesagt. Gechillt. Eigentlich passt es nicht zu einer Buse. Wir müssen büßen dafür, dass wir Ketzer sind. Weil der Simus uns einfach umgebracht hat und wir ihn deswegen umgebracht haben. Ich meine, na gut. Irgendwie müssen wir doch dafür büßen. Irgendwie. Ich meine, okay. Simus hat seinen Vater verraten. Ist es deswegen erlaubt, ihn uns bringen? Darüber könnte man ein bisschen reden, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Was? Oh, da komme ich nicht weiter. Ging es da überhaupt weiter? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich suche hier noch ein bisschen rum, soweit ich weiß, war hier irgendwo noch jemand. Oder habe ich immer wieder haarlos? Bei meinen Gedanken kann das immer wieder passieren. Und Juna, du musst schneller werden, du bist langsam. Normalerweise ist Juna von mir genauso schnell wie Tidus. Normalerweise. Aber bei jedem Spiel passiert sowieso irgendwas anderes vom Leveln her. Und zwar wirklich immer. Das Beste, was ich bis jetzt hatte, war eine Juna, die physisch mehr Schaden gemacht hat, als wie Tidus. Das war witzig. Und Tidus der Magier war. Ja, man kann das Ganze hier sehr verdrehen, vor allem wenn man das Sphärobrett ein bisschen weiß, wie es läuft. Das ist ganz lustig eigentlich. Irgendwie. Ich finde das cool, wenn man da ein bisschen herumspielen kann und sagt, nö, ich will, dass die Juna reinhaut. Oder Tidus Magier ist. Oder ich will, dass die Lulu reinhaut. Auch wenn ihre Animation fürs Kämpfen ziemlich. Was zum. Ziemlich lange ist. Moment. Ich schaue jetzt hier nochmal hier rüber ins Eck, weil da war ja gerade ein Gitter, aber man kann da trotzdem nach hinten. Man muss nur einen kleinen Umweg gehen. Ich sage, das hier ist ein kleines Labyrinth. Sehr klein, merkt man schon. Moment, zuerst noch den da oben. Schwarzmagie, ich will den. Nein, nicht uns selber. Ich habe keinen Reflekt, sonst würde ich das machen. Zack. Und nebenbei, falls ihr mit Reflekt kämpft, Leute, hier. Reflekt sucht sich nicht aus, aus welchem Gegner es geht, also wenn es reflektiert wird. Es ist zufällig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf Auron Reflekt machen würde, würde der Magie auf irgendeinen Gegner überspringen. Auf welchen? Das weiß man halt nicht. Das hängt je nachdem der Anzahl der Gegner ab. Wie komme ich da in die Mitte? Hm? Man sieht auf jeden Fall auf der Karte, dass da oben was ist. Ja? Und da will ich jetzt irgendwie hin. Da
der glorreiche kommt noch nicht hin, ja? Weil dann war das Ganze hier ein schöner Ausflug, mehr aber nicht. I hate this place. Ja, da sind es schon zwei. Das Gute ist, diese kleinen Tierchen hier haben keine Zustände auf Lager. Wie wir schon mal gesehen haben. Es gibt ja schon ein paar Tierchen, die haben Zustände. Aber die hier, die haben nicht dazu. Wäre auch etwas fies, ich meine. Stellt euch vor, ist er alleine. Am Anfang zumindest hier. Und die haben Zustand Stein zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr versteinert seid, ihr könnt nichts dafür, weil ihr zum Beispiel keine Ausrüstung dafür habt, ist es Game Over. Knallhart. Das wäre sehr fies, ja, muss man sagen. Das wäre übelst. So, ist da was in der Mitte oder nicht? Ich will das jetzt wissen. Hier. Oh, was haben wir denn hier? Ein Teleporter. Wuhu! Mann, ich glaube, der ist wieder am Anfang, ne? Ja. Aber der Teleporter ist aktiviert. Das heißt, man kann ein bisschen hier abkürzen. Okay, nach links geht's nicht. Man muss nämlich im richtigen Zeitpunkt nämlich draufsteigen. Nach unten geht's definitiv nicht. Schauen wir mal, ob es nach rechts geht. Auch nicht. Okay. Das ist der Teleporter in der Abkürzung. So, wieder nach oben. Wuhu! Damit man nicht dann dauernd hier rumlaufen muss, falls man irgendwas suchen will. Okay, schau mal, ob es hier links was gibt. Einfach warten. Der Pfeil blinkt immer zweimal in dieselbe Richtung. Zweimal. Wenn man sich das merkt, dann geht's eigentlich. So, schauen wir mal. Wo bin ich jetzt? Okay, hier drüben. Schau mal, ob es weiter nach links geht. Nein? Okay. Ja, dass man da immer warten muss, ist ein bisschen fies. Ich würde selber gerne auswählen, wo es geht. Aber es geht nicht. Ich muss immer warten. Na gut. Eure Freunde kennen wir schon. Guten Tag. Guten Tag. Ihr habt heiße Nachrichten, hab ich gehört. Heiß! Dong. Farewell. Nebenbei, was nicht wirklich empfehlenswert ist, ist Auron so Magie zu machen. Der ist nämlich am Anfang des Spiels ziemlich weit entfernt von Magie. Und geht's auch nicht, oder? Nee. Und naja, sein Anfangsmagiewert ist auch nicht gerade der beste mit 5. Okay, ich lasse das jetzt hier mal. Wieder zurück, bitte. Einmal nach rechts, bitte. Nein, nicht nach links. Auch nicht nach unten. Einmal nach rechts, habe ich gesagt. Danke. Hui! Macht echt viel Spaß, auf diesen Teleporter rumzudüsen. So, und jetzt nochmal nach oben, soweit ich weiß, ne? Ja. Und da komme ich auch durch die versperrte Tür. So, wo bin ich denn jetzt? Okay. Diese Sperre. Ach, hier oben. Okay. Ja, ja. Hier war ich ja vorhin. Ich bin nur zu Fuß gegangen. Jetzt habe ich mich herzinsportiert. Alles klar. Was denn gibt's hier auch? In der Donnersteppe hat dieser Freund hier mit Blitz gekämpft und hier sagt er, nöp, ich hab Wasser am Start. Gut, dann wollen wir dich mal aus dem Kampf schmeißen. Und zwar so richtig. Boing! Tschüss! Das geht nebenbei auch mit in der Pikanell-Wüste mit diesen großen Würmern. Einfach wegschmeißen, so richtig weghauen mit Holodeserit. Ich finde das geil. Schmeiß den Gegner einfach raus. Kann sein, dass es hier in diesem Gang ein bisschen mehr Gegner gibt. Ein bisschen. So, reicht das? Oh, knapp nicht. Es reicht nicht. Er macht genau das gleiche wie die Freunde in der Donnersteppe. Nur, dass er halt mit Wasser kann. So, Freundchen. Ich glaube, du bist weg.
Da kann er sich noch so gegenheilen. Gegen so einen Blitzschaden hat er nicht viel auf da. Und hey, einen Schlummerstab bekommen! Das ist Schlafschlag. Ja, das ist ziemlich geil. Funktioniert zwar nicht zu 100%, aber es ist besser als wie gar nichts. So, also das erste Bildschirm, es kommt hier noch was. Lady Yuna, so it is you. Why are you here? We rode the airship to the Calm Lands, then came to Bevel. Maester Kinnock summoned us then, ordered us to deal with the traitors. You will fight us? The Temple's orders are law. Even if you are Lord Braska's flesh and blood, you're a traitor. Forgive me, Lady Yuna. Gut, dann kommt es jetzt zum Summon-Kampf. Summoner gegen Summoner. Ich meine, er weiß ja nicht, was die Freunde hier machen. Das ist ja eine ganze Phase. Die wollen nur Leute in Hoffnung bringen und sind selber schon tot. Ah ja, was komisch ist. Obwohl die tot sind, sind sie noch immer ja hier. Stellt euch mal vor, dass wir das mal live geben. Was glaubt ihr, wie viele Leute würden gesendet werden? Ganz im Ernst, Leute, wie viele Leute glaubt, würden gesendet werden? Ich sage null. Zumindest nicht freiwillig. Gut, aber mal ein Summoner-Kampf. Den kriegst du, mein Freund. Der gute Bahamut fängt. Bahamut sag ich. Ifrit fängt mit einer vollen Ekstase-Leiste an. Man sollte ja also nicht unbedingt Schieber rausholen, weil die halt eine schöne Feuerschwäche hat. So, Falfaris, komm du mal her. Jetzt geht's los. So, er wird auf jeden Fall gleich mit dem Limit starten. Also sofort auf die sanfte Tour. Oh Mann, ich bin zweimal dran sogar. Ist der langsam? Na dann wollen wir mal reinhauen. So. Zack! Na, Falfaris haut zwar nicht rein, aber er ist schnell. So, hier kommt das Inferno. Und das sollte jetzt nicht viel machen. Doing! Heiß! Kartusch! Ich mag die Animation, die ist so geil. So. Hoch mit dem Steinchen! Schauen wir, wie es macht. 400! Also hätte ich jetzt nicht geschildert, das glaube ich hätte mich sogar vielleicht mit einem Schlag getötet. Das weiß man halt nicht. Autsch. Ich probiere mal die Schallschwinge. Normalerweise kann man Bestien nicht verlangsamen. Ja, ist auch so. Die sind immun zu allen Zuständen. Zu allen. Gut. Dann bin ich mal dran. Whoop! Gut, sagen wir kritischen Folge. Und dann Solarstrahl oder Laser? Na, eigentlich ist es egal. Solarstrahl! Zeig's! Was ein wirkliches Limit ist. Yay! Was zur Hölle? Warum mache ich mit dem Limit so viel Schaden mit dem Bestia? Bin ich gar nicht gewohnt. Ganz im Ernst. Nicht zu diesem Zeitpunkt im Spiel. So, das war nur um eins. Der Gute hat nämlich mehr als wir eine Bestie mit dabei. Er ist nämlich auch auf einer Reise. Und er ruft Bahamut! Ah, warte, nein. Er sah aus wie Bahamut. Entschuldigung, Alfaris, hi. Ja, merk schon. So, soll ich dir mal mein Ifrit zeigen? Bitte sehr. Kein Problem. Hallo. Oh, wenigstens ist mein Ifrit ein bisschen flott unterwegs. So, zack. So, auch mein Ifrit ist geschützt vor der Verlangsamung, was einfach nur geil ist. Aber trotzdem ist er langsam. So,
kein Leben. Wow, dass das nur Leben geht. Das habe ich auch gesagt, sehr selten gehabt. So, zack. Autsch. Also die Schallschwinge macht wirklich kaum Schaden. Ah, sie verlangsamt mich doch. Okay. Ah, ich habe ein Feuer am Start. Schade, dass ich kein Feuer rar habe. Okay, mit Lustigas. So. Mal schauen, ob ich das ohne Ekstase schaffe. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt kommt der Laserstrahl! Also ich habe mir schon mehr Schaden erwartet, ganz im Ernst. Mal schauen, ob ich das ohne Ekstase hinkriege. Es sieht zurzeit gut aus. Darf ich auch mal wieder? Danke. Oh. Kann es sein, dass der mehr aushält wie Ifrit, oder habe ich einfach nur vorhin gut Schaden gemacht? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Autsch. War wieder daneben. Und weißt du was? Bevor du jetzt nichts ausführst, mache ich meins. Und das ist die Kurzform davon. Einfach einen Stein hochwerfen. Die Wand muss hier ja schon komplett weg. Also der Boden muss schon hier komplett kaputt sein. Eigentlich müsste jetzt so zwei riesige Löcher am Boden sein. Alle beide Ifrits haben da voll den Boden rausgerissen. So, das war's noch immer nicht. Er hält uns ja für Ketzer, also schickt er alles raus, was er hat. Und in dem Fall wirklich jetzt diesmal Bahamut. Ja, die Anfangsanimation sieht ja ziemlich gleich aus mit Falfaris. Leicht. Das kann man schon mal verwechseln. Mein guter Freund, dir fehlt die Shiva, weißt du das nebenbei? So, hi Bahamut. Gegnerischer Bahamut. Ich werde trotzdem vorbeigehen, ob du willst oder nicht. Shiva! Dir fehlt dir diese Dame. Die Eisdame. Schön kalt. Ich frage mich, ob dieser Umhang da, den Juno da aufhängt immer, auch eigentlich verdammt kalt ist. Und man sieht, Shiva ist schnell. Und zwar richtig flott unterwegs. Gleich zweimal angreifen. Juhu. Und diesmal steht sie auch richtig rum. Oh, stimmt. Das lief anders, dieser Kampf. Bei Bahamut ist es so, dass er seinen Countdown hat. Wenn der Countdown auf 0 ist, feuert er seine Ekstase ab. Ansonsten steht er einfach nur rum und lässt sich berieseln. Zumindest dieser Bahamut. Mein Bahamut kämpft ein bisschen anders. Der kann nämlich auch safe Magien, er greift jede Runde an und nicht nur alle 5 Runden. Ach, schon sind gut. Och du Heilige, 1! Ja, okay, dann nochmal angreifen und dann die sanfte Tour, bitte. Weil jetzt kommt ein sehr bekannter Angriff. Von Bahamut aus allen Final Fantasies. Mega Flare! Lustigerweise konnte man Mega Flare in Final Fantasy 4 reflektieren. Kleiner Fun Fact nebenbei. Das stimmt, die 5 auch. So, 500 Schaden und jetzt heißt es wieder, er kann 5 Runden eigentlich nichts machen, also dass er 5-mal dran gewesen ist. Ist nicht der schwerste Kampf, ich glaube, den könnte sogar Juno bestreiten, ohne Bestia. Aber es lässt das Spiel nicht durch hier, leider. Aber mal ein bisschen Variation reinbringen, nicht die Füße angreifen, mal ein bisschen magisch. Okay, das macht auch viel mehr Schaden. Die Shiva hat so ein bisschen wenig MP. Ein bisschen. Das könnte wirklich ein bisschen besser sein. Zack. Das macht ja richtig Schaden.
Und ich greife ja physisch an mit 1700, ne? Tschüss! Und was machst du jetzt? Also ich werde jetzt mal einen Schluck trinken, so. Stay away. Stay away. There's a way to the surface up ahead. Oh, praktisch. Your pilgrimage is over. Wie knallhart er auch und das sagt, your pilgrimage is over. Und er sagt nichts dagegen. Okay. So, was weiß ich nicht alles, ist jetzt auch Titus Buck und Rico dran. Gut, aber ich mache jetzt einen kurzen Cut, weil das hat ein bisschen länger gedauert, das mit Labyrinth, vor allem weil ich da wieder mal hin und her gegangen bin. Wie immer halt.